Ja, ganz schön dunkel ist es hier im Bauernhaus. Herzlich willkommen zurück bei The Long Dark. Und wir werden hier gleich mal die ersten Schubladen hier öffnen. Okay, hier ist nichts. Aber hier ist ein Schokoriegel. Und dann das letzte Mal... Was ist hier? Hier ist doch was, oder? Letztes Mal hat uns ein Bär angegriffen. Wir sind leicht ausgehungert. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, unsere Schuhe hat erwischt. Fuck. Okay, Gott sei Dank haben wir noch Schuhe. Okay, da können wir nichts mehr machen. Das können wir nur noch zerlegen. Das ist das Einzige, was uns noch hilft. Ich bin so froh, dass wir noch Ersatzschuhe haben. Leute, es hat sich... auf jeden Fall ausgezahlt, Ersatz mitzunehmen. Jetzt wird der Hunger schon wieder angezeigt. Okay, eine Mütze fehlt uns. Und dann müssen wir auch gleich einmal schauen, was müssen wir eigentlich reparieren? Eine Menge. Davor müssen wir aber essen. Na, Gott sei Dank noch unser Fleisch. Eieieiei. Das war nicht gut. Aber der Bär ist noch immer draußen. Er wütet noch immer draußen. Okay, die Jacke auf jeden Fall. Die Jacke müssen wir reparieren. Und ich weiß nicht, irgendwie hat mein Gewehr geklemmt. Ich konnte keinen Schuss mehr abfeuern. Oder habe ich irgendwas falsch gemacht? Ich weiß es nicht. Jetzt sind wir wieder bei 51%. Ich weiß nicht, warum beim letzten Mal, nach dem einen Schuss, konnte ich keinen weiteren Schuss mehr abfeuern. So, die Hose. Also unser Nähset wird ganz schön benutzt hier. Okay. Können wir hier noch was machen? Nö, können wir nicht. Okay, wir haben auch nichts mehr. Das heißt, wir müssen eigentlich auch... Oh, shit. Wir hatten die ganze Zeit jetzt die... That'll come in handy. Unsere Laterne an. Das... Oh, einfache Stiefel. Das war nicht sehr gut. Ja, und da ist sie schon leer. Oh Mann. Wie dumm. Wie dumm können wir einfach nur sein? Also zumindest ich. Haben wir überhaupt noch was? Okay. Bisschen was haben wir noch? Ach, hier waren wir schon. Blödsinn. Aber wir haben Schuhe gefunden. Schuhe und eine Hose. Die werden wir... Ach, ich bin so dumm! Das lassen wir jetzt alles hier. Wir durchsuchen zuerst und dann, erst dann, werden wir die Sachen zerlegen. Sonst verprasse ich schon wieder. Ach komm, das können wir machen. 6 Minuten. Sonst verprassen wir schon wieder das gute Petroleum. Und ist ja nicht so, als könnten wir das nicht gebrauchen. Hier ein Kinderzimmer. Was wohl in der Plastikbox ist? Nichts. Okay. Ganz schön viel hier. Ist eigentlich relativ üppig ausgestattet hier. Immer viel Holz, Bücher, eigentlich alles, was man braucht. Also eigentlich ist dieses Haus eine wahre Fundgrube. Und diese Menschen haben hier wahrscheinlich gelebt. Okay. Sonst nichts mehr. Hier auch nicht. Hier haben wir noch ein paar Laden. Socken. Sehr gut. Also jetzt können wir das alles wirklich gut gebrauchen. Okay. Ist eigentlich nichts am Tisch. Den können wir wahrscheinlich auch kaputt machen und zerlegen. Genauso wie diesen Schaukelstuhl. Und, oh, ein Kabern. Schwerer Wollmantel. Den nehmen wir mit. Wir sind zwar eh schon komplett überladen, aber was soll's. Was soll's. Wollsocken, sehr gut. Das fühlt sich ja schon langsam. Das ist ja gar nicht einmal so schlecht. Wobei natürlich hier in Pleasant Valley weniger Vorräte sind als an der Küstenstraße. Zumindest ist es mir so vorgekommen. Vielleicht haben wir noch Glück. Orangenlimos, sehr gut.
gibt uns Kraft und gegen die Hydration, also gegen die Dehydration. Unten ist noch ein First Aid Kit. Perfekt, Antibiotika, Gott sei Dank. Das ist ganz wichtig. Oh, Luxus-Anorak. Oh, nochmal einfache Stiefel. Also jetzt meint es das Spiel richtig gut mit uns. Wie viele Bücher hier liegen. Hier haben wir nochmal Kaffee. Sehr gut. Noch eine Dose. Also Bücher liegen hier ganz viele. Die nehme ich jetzt doch gar nicht mehr mit. Okay. Dann haben wir hier noch... Oh, wir können gar nicht laufen. Wie schwer? Oh, 45 Kilo. Ach du liebes bisschen. Aber wir können den hier noch anziehen. Der ist bei weitem besser. Eine Wollmütze. Perfekt. Nähset. War aber nichts drinnen. Wir haben hier noch eine Limo. Oh, und hier sehr wichtig. Perfekt, eigentlich ist das eine wahre Fundgrube hier, dieses Haus. Immer noch die Küche. Sehr gut. Hier geht es wahrscheinlich raus. Komm, bitte lass was drin sein. Ah, schade. Perfekt. Rohes Rehfleisch. Das werden wir draußen gleich mal braten. Noch ganz viel Zunder, Zeitungen, wahrscheinlich noch da unten liegt etwas, da unten. Seht ihr das auch? Salzcracker, na nehmen wir sie mit, hier. Okay. What have we here? Brandbeschleuniger hier oben und Lampenöl, okay. Okay, jetzt fehlt nur noch, dass eine Waffe in einer Küchenlade drinnen ist. Okay, hier ist nichts. Ach, den kann man auch hoch. Ach! Das ist cool. Heizt sich damit eigentlich dann die ganze Hütte? Das wäre interessant. Okay. Ich werde jetzt mal die Lampe ausmachen. Jetzt werde ich einmal hier... Schauen wir mal. Den werden wir zerlegen. Dann ist es eigentlich eh schon wieder fast Nacht. Diese Socken... Haben wir Socken? Wir haben Socken. Diese Socken sind besser. Die werden wir auch zerlegen. Diese Socken werden wir auch zerlegen. So, Stiefel... Ziehen wir die an. Die werden wir zerlegen. Okay. Werden wir auch zerlegen. Wahnsinn, dann haben wir eigentlich den ganzen Tag in der Hütte nur mit dem Zerlegen verbracht. Okay. Die ziehen wir an. Und die zerlegen wir. So, jetzt werden wir die hier reparieren. Ich hoffe, dass unser Nähset noch hält. Perfekt. 97%. Die Mütze könnten wir. Zuerst die Hose. Ein Nähset haben wir noch. Okay. Jetzt müssen wir was essen. Gott sei Dank haben wir in der vorigen Folge gut vorgesorgt. So, wir werden auf jeden Fall die Nacht überleben. Das ist kein Problem. Jetzt müssen wir nur noch schauen, dass wir hier alles auf Vordermann bringen. Die reparieren wir auch gleich.
Okay. Hier werden wir noch was machen. Okay, es ist schon Nacht. Ich würde aber noch gerne hier... Wie viel haben wir noch? Puh, nicht mehr viel. Gehen wir mal kurz raus. Hier ist windgeschützt. Hier könnten wir eigentlich ein kleines Feuerchen machen. Nö, nee, Blödsinn. Brauche ich ja nicht machen. Wir haben doch hier drinnen Feuer. Wahnsinn, wie das aussieht hier. Heftig. Gehen wir mal rein. Wir haben doch drinnen die Küche. Wir haben drinnen die Küche. Können hier drinnen relativ gut einheizen. So, dann werden wir gleich mal hier. Ein Buch. Mit dem Buch verbrennen wir Bücher. Wir haben so viele Bücher, wahrscheinlich sogar welche doppelt. Die können wir ausnahmsweise mal hernehmen und verbrennen. Und links sehe ich auch noch ein bisschen Holz. Aber ich glaube, wir haben ohnehin sehr, sehr viel Holz geladen. Und wir müssen mal schauen, dass wir irgendwie mal vom Gewicht runterkommen. Damit wir uns schneller bewegen können. So, wir haben ja ganz viele Stöcke. Dann werden wir jetzt einmal ganz, ganz viel Schnee schmelzen. 3 Liter. Sehr gut, dann sind wir hungrig. Wir garen uns erst einmal hier das rohe Rehfleisch. Und machen uns gleich mal... Nö, das lassen wir. Wir machen nochmal 2 Liter. Perfekt. Sieht aber cool aus hier. Schaut geil aus. Okay. Das Rehfleisch ist bei 90%. Okay. Was haben wir hier Schlechtes? Das hier. Das hier. Das hier. Und das hier. Lassen wir das Feuer brennen. Oh, kein Brennstoff. Nein, habe ich es brennen lassen. Ich bin dumm. Ah. Wie dumm kann man nur sein, Leute. Schon wieder ist es mir passiert und wir können es nicht auffüllen. Ach Gott. Ich bin ja wirklich. Also. Kann ich hier zumindest... irgendwie was machen. Streichholz anzünden oder so. Oh Mann, wie dumm kann man einfach nur sein. Jetzt muss ich mir tatsächlich eine Fackel anzünden. Oder warte mal, kann ich nicht? Das funktioniert doch perfekt. Hier ist, glaube ich, irgendwo ein Bett. Oder? Nö, oben war das. Oben war das Bett. Sehr gut. 7 Stunden Dunkelheit übrig. Machen wir 8 Stunden. Dann ist es zumindest wieder hell, dann sehen wir was und dann müssen wir rausgehen.
Jetzt ist es, glaube ich, nicht mehr so kalt. Sind etwas ausgehungert. Ach, hier. Reinigen. Wahrscheinlich lag es daran. Machen wir gleich noch einmal. Und gleich noch einmal. Auf 40%. Ja, würde ich dennoch machen. Und einmal werden wir noch machen. So, 55% ist ganz okay. Jetzt schauen wir mal, was wiegt denn hier am meisten? Das Wasser. Wir müssen noch mehr trinken. Dann haben wir 5 Bücher. Okay, das Brecheisen brauchen wir. Das würde ich auch noch mitnehmen. Warte mal, wie viel essen müssen wir? Die Laterne. Okay. Metallschrott. Den lege ich ab. Das braucht auch kein Mensch. Und so viele Fackeln, Leute. Glaube ich nicht, dass wir die alle brauchen. 5 Bücher. 5 Bücher. Ja, was soll's. Was soll's. Zuerst werden wir jetzt mal essen hier. Gleich mal auf 2000 drauf. Und dann werden wir was Heißes essen. Kaffee trinken. Und uns rausstürzen. Es geht schon wieder ein Wind, das gibt's doch nicht. Das ist doch echt schlimm. Wir haben es hier echt schlimm erwischt. Vor allem hier ist sehr, sehr offenes Gelände. Und ich möchte... Was möchte ich denn machen? Ich möchte... Ich möchte mal raufgehen, wieder die Brücke, und dort gibt es angeblich auch eine Hütte. Dort gibt es angeblich auch eine Hütte, wo man schlafen kann. Oder wir können nach links gehen. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Erst einmal hier die heiße Suppe. Und dann noch den Kaffee hinten nach. Perfekt. Okay. Dann würde ich jetzt tatsächlich zu dieser einen größeren Hütte gehen. Gucken wir mal. Oh, was denn? Ey, das ist ja geil. Eine Art Wintergarten. Cool. Das ist ja geil. Oh, draußen ist ein ordentlicher Wind. Ob das gut ist. Ob das gut ist, aber es bleibt uns übrig. Und außerdem... Eieieiei. Ich weiß eigentlich gar nicht jetzt, von welcher Seite wir gekommen sind. Ich glaube von da drüben, oder?
Hier ist die Brücke. Und gucken wir hier mal schnell. Hier ist eigentlich nichts. Okay. Dann will ich auch gleich wieder über die Brücke rüber. Ei, minus 20 Grad. Das ist... das wird wieder eng werden. Ich werde gleich mal Waffe tragen und anlegen. Okay. Denkt ihr, wir kommen hier rüber? Oh, es ist gefährlich. Aber es funktioniert. Sehr gut. Bisschen windgeschützt jetzt. Das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. So. Jetzt einfach hier an der Straße bleiben. Angeblich sollte dann irgendwann auf der linken Seite sollten weitere Häuser kommen. Eieiei, wir laufen genau durch den Wind. Ich glaube, ich sehe dort hinten schon was. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Und ob das wirklich Häuser sind, da bin ich mir nicht sicher. Bin ich mir echt nicht sicher. Wir mal ein kleines Stückchen weiter rauf hier. Es sind auf jeden Fall sehr viele Heuballen. Aber Hütte. Momentan sehe ich noch nichts. Oh ja, doch. Dort hinten. Das sind tatsächlich richtig. Eindeutig zu viel mit uns mit. Ah, der Wind dreht. Er ist jetzt hinter uns. Es wird auch leicht wärmer. Gefühlt wärmer. Vorne ist noch ein Auto. Nehme ich das Auto mit? Nö, ich nehme das Auto nicht mit. Der Wind lässt langsam nach. Da ist eine Riesenscheune. Heftig. Boah, sehr offenes Gelände hier. Sehr weit offen. Da hinten ist auch irgendwas, oder? Was ist dort hinten? Das sind auch zwei Hütten. Den könnten wir eigentlich relativ gut gebrauchen. Den Hirsch hier. Nein! Oh oh. Hier war ein Wolf. Hier war ein Wolf. Schön im Auge behalten. Ich hoffe, er sieht uns nicht. So, da vorne ist eine riesige Scheune. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr einladend aus. Ich weiß eigentlich gar nicht, was man hier finden kann in der Scheune. Wo sind wir hier? Außengelände. Okay. Boah, das sieht ja eigentlich nach einem schönen Außengelände aus. Okay. Kaputte Häuser. Ich dachte, dass hier vielleicht eine Leiche wäre. Hier ist eigentlich auch nichts.
cool. Mit diesem Traktor, mit dem müssen wir wegfahren. Das Blöde ist natürlich jetzt, wir sehen nichts. Wir sehen nichts. Aber ich habe ja eine Fackel noch mit. Und bevor wir die zünden, machen wir ein kurzes Päuschen und sehen uns dann im nächsten Teil wieder. Bis dann.